Gut, das heißt, die nächste Episode ist dann die letzte aus das Imperium. Nee. Die letzte aus Kriegsgebiete Alpha. In den Tiefen des romulanischen Gebiets lauern viele Gefahren. Was werden sie sein? Jäger oder Beute? Ich transporte mal hin. Ich bin gern der Jäger, der Beute macht. Okay. Oh, die Molly steht direkt neben mir. Dann können wir ja mal beginnen mit Alpha. Captain der Bird and Prey im Orbit-System hat sein Notsignal aktiviert, aber die Übertragung setzte nach nicht mal 6 Minuten aus. Das wäre der beste Ort, um mit unserer Suche zu beginnen. Vielleicht ist er im Orbit oder auf einem der Planeten. Also, Scanner-Abtastung. Ja, bitte machen Sie das. Scanner-Abtastung starten. Ach, wie süß. Die Strahlung ist zu stark, sie stört unsere Signale. Scannen Sie den Ion-Nebel. Okay, da müssen wir, glaube ich, ein Stück... Ja, da diese Leuchtewolke. Jo. Einmal leuchtende Wolke, bitte. Ionennebel, aha. Ja, hätte ich auch... Sensoren kalibrieren. Machen wir. Und? Sie hat einen detaillierten Scan des Ionennebels. Sie kann die Effekte auf dem Scanner nun entgegenwirken. Viele Trümmerwolken sind zu sehen. Es sind metallischen Ursprungs. Sie könnten ein Schiff sein. Also, Fragteile, scannen bitte. Dazu müssen wir aber woanders hinfliegen. Hier hinten, das sieht so fraktalmäßig aus. Nee, doch nicht. Noch weiter. Mein Gott, wo schickt er uns denn hin? Ah, Trümmer und Frackteile. Da steht's ja auch. Ja, wenn es groß im Raum geschiegen steht, dann kann das ja nicht falsch sein. So, Sensoren bitte nochmal kalibrieren. Ich sehe schwere Angriffsplattformen vor uns. Ich schieße einfach mal. Nähern Sie sich und scannen Sie nach der Strahlenanomalie. Ja, ich glaube auch, man sollte hier einfach mal schießen. Die halten sowieso alle nichts aus. Aber es ist die falsche Richtung. Ja. Aber wir haben sie abgeschossen. Das war die haben sich auch irgendwie ein Ergebnis, dass man vorweist. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt ein Achievement. Oh. Na, die sind wirklich wahnsinnig kompakt und schwer. Strahlungsanomalie. Da unten ist sie. Okay. Wir kalibrieren und kalibrieren. Piraten besiegen. Ach, wie süß. Wir haben Piraten. Okay, Piraten besiegen, weiterhin. Wo sind noch welche? Ah, da kommen neue Piraten. Extra für uns. Zur Orit 2 Absturzstelle beamen. Machen wir das doch mal. Na dann. So. Ich würde sagen, mir reicht diesmal einfach der Bäumler. Oder ich nehme den Rutherford einfach nur und... Ja. Okay, dann würde ich mal meinen Techniker, die war glaube ich noch nie mit am Boden. Sonst darf immer nur Nello mit runter.
Muss die mal der Reihe nach, dass sie auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Auch das ist ja hübsch hier. Betreten Sie den höher gelegenen Terrain und verschaffen Sie sich einen Überblick. Warten auf Teammitglieder. Okay. Das ist hübsch. Ein bisschen wenig Wasser für meinen Geschmack, aber niedlich. Guck mal hier, schneit sogar grün. Das sind Blätter, die von den Bäumen auf uns geschmissen. Blätter. Komisches Konzept. Egal. Okay, wir müssen hier, glaube ich, geradezu nach oben, ne? Ja. Axorianer sind nicht sehr gut im Bergsteigen. Aber schön, schön gemacht hier mit den blauen Blümchen und Pflanzen. Guck mal, das ist eine Monstera, die hier wächst. Huch. Etwas stimmt nicht. Die Trikorder-Reichweite ist reduziert. Captain, können Sie scannen und diese Ablesung bestätigen? Ich kann ausnahmsweise auch mal scannen. Eigentlich habe ich meine Leute dafür. Ich danke Ihnen. Sind nicht unsere Trikorder, es sind auch nicht die Mineralvorkommen. Es ist, existiert ein schwaches, duonetisches Feld in diesem Gebiet. Das ist komisch, denn sie würden nicht so konstant sein. Es muss künstlich sein. Dann gucken wir uns mal an, was hier so künstlich ist. Schön, schön, schön. Ah, okay. Errichten Sie einen Transport-Pufferverstärker. Nee, Musterverstärker, nicht Puffer. Ach, wie süß. Wir haben ein Sechseck gebaut. Ja, in 0, nichts. Jetzt schweben wir durch die Landschaft. Oh, da liegen Leute. Okay, begeben Sie sich zur Absturzstelle. Na, da werden wir wohl hier nicht hinkommen. Okay, dann gehen wir halt wieder runter. Absturzstelle. Nee, das ist ja... Ja doch, wir müssen hier runter und dann hier rum, denke ich mal. Ja, so anders als Landefelder haben die hier sowas wie ja, Wege und Berge. Komisches Konzept, aber niedlich. Hat was. Oh! Da ist ein Alpha-Sauer. Was? Was ist das denn hier? Ein Krieger. Uri. Kriecher. Kriecher. Okay. Ein Riesenwurm. Ich kenne nur Regenwürmer. Die sind aber irgendwie kleiner. Okay. Krass. Hier sieht es auch schon, als ob hier ganz viele Würmer rauskommen. So sieht das aus. Und, Nello? Kein Läufer geholt? Ernsthaft? Bring ihn doch nicht auf den Dreh. Jetzt kommt das Viech hier neben mir raus. Aber leuchtende Blumen, guck mal. Die sehen ja schick aus. Nicht übel. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Dieser Planet lässt mich halluzinieren. Dort ist nichts. Ja. Ach, das ist hier gar nicht so wie es scheint. Das ist alles Halluzination oder sowas. Das sind bestimmt diese komischen blühenden Dinger. Guck mal, da hinten sind wieder die sauren Drops. Ah, jetzt. Ich wusste doch, früher oder später kann sie nicht ohne ihren Liebling. Okay, Funi. Da müssen wir jetzt, glaube ich, hier runter, ne? Läufer, es wäre schön, wenn man ihn vorausschicken könnte, als so eine Art Stoßtrupp. Ja, oder zur Ablenkung einfach woanders hin. Oder so, ja. Huch, hier liegt einer. Gucken wir mal, was den hier umgehauen hat. Diese Wunden wurden von Energiewaffen. Es war kein Disruptor. Okay. Na gut. Energiewaffe habe ich auch.
kein Disruptor. Was? Ach. Man kann sich hier nicht mal umdrehen, ohne dass hier gleich gekämpft wird. Aber ihr seid so schnell mit dem Vernichten. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Guck mal, hier hat jemand eine Lampe angelassen. Leuchtbeeren. Ausgewachsener Sauer. Oh, die kommen immer nur einzeln. Das ist jetzt keine wirkliche Gefahr. Und diese Plasmagewehre gehen halt so elend, weil... Ach, Hundi! Uff, das war aber nicht mein Hundi. Der rannte an mir vorbei. Was? Ach so, Hundi. Okay, ganz schön lang dieser Planet, ne? Also weit. Oh, guck mal, da. Da ist was abgestürzt. Das sieht aus wie ein Bird of Prey. Ja. Scannen Sie die Absturzstelle. Ops, wie Ops. Einfach nur Ops. Suchen Sie nach Überlebenden. Okay. Ich glaube, da hinten habe ich was sich bewegen gesehen. Ist das schlau, neben so einem abgestürzten Raumschiff zu sitzen? Das muss auch unglaublich viel Strahl... Oh. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber hier sitzt einer. Captain Kteng. Es wurde abgeschossen. Auf Nausikana. Okay. Ich dachte, mit denen sind wir verbündet. Individuell. Ah. Okay. Suchen Sie nach... Ein Dutzend Krieger ist getötet worden. Okay, da können wir uns ja jetzt hier einen rechts, einen links jeweils schnappen. Ne? Ei, mach mal. Dann fange ich links an und du vielleicht rechts bei dem und dann... Ja, ich nehme dann das andere rechts hier, das... Diese Person überlebte. Der Krieger starb danach durch dumpfe Gewalteinwirkung. Das klingt nicht toll. Ach, da hinten waren auch noch welche, okay. Wir sollten besser nahe dranbleiben. Wahrscheinlich meint Rutherford hier mich. Okay, den haben wir hier. Genau, nimmst du den noch vor uns? Drei. Drei von... Das ist dann aber auch erst 4 von 6. Also da muss es noch mehr geben. Überlebte den Absturz. Ich kann nicht mal Anzeichen eines Traumas entdecken. Sehr schön. Hier mitten im Gebüsch liegen ja auch welche. Ja, ja. Habe ich gerade schon gesehen. Und ein... Ja. Ich stelle... Elektrische Verbrennungen und Plasmawunden fest. So, jetzt haben wir nur noch den einen bei dir. Geht das mit dem Wurm? Ja, klar. Ja, der wurde entwurmt. Eine Wurmkur sozusagen. Das ist doch eigentlich was für meine Katzen. So, was müssen wir jetzt machen? Wieder zurück zu Captain, mein Captain. Kteng. Captain Kteng, wir haben ihre restlichen Leute. Was sagt er? A? Muggen? A? Was? Ihm geht's nicht. Okay. Hier, wir haben hier so ein komisches Spray. Ah. Ja, ist doch schön, wenn wir helfen konnten. We surveyed several Talshiar bases and entered the Raider system under cloak. Ein romulanisches Shuttle, der blöde Läufer explodiert gerade. Okay. Ach, das ist der, den wir da gefangen genommen haben, den Romulaner. He escaped the brig and sabotaged our computers, encrypting our sensor data. Durchbrechen Sie die Sicherheitssperre und holen Sie sich die Sensoraufzeichnungen. Okay, finden Sie ein Terminal, mit dem Sie Zugriff auf den Schiffscomputer haben. Hm. Das erklärt, warum hier dieses bunte Ding so sauber ist und rumliegt. Ja, wahrscheinlich. Wie frisch hinplatziert die Datenkernsperre. Oh nein, 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 das wieder. Ach,
Das ist doch aber einfach. Ich finde das nicht einfach. Ich tu mich da. Ja, siehst du? Nicht einfach. Das hat was von diesem magischen Würfel. Da kämpfe ich auch immer ewig mit nach. So, jetzt haben wir's. Mein Gott. Auszeichnung, Isuship Programmieranfänger. Ja, danke. So genau wollte ich es nicht wissen. Oh Mist, wir haben das Optionale vergeigt. Wir hätten den Romulaner einschüchtern sollen. Naja, gut. Egal. Dann hätte der die Arbeit gemacht, aber ja. Hier sind Flugdaten. Nun schnell weg von hier. Begeben Sie sich mit dem Captain zu den Transporterkoordinaten. Ach, den ganzen Weg wieder zu... Na, der Captain rennt aber. Der hat's eilig. Ich glaube, der braucht dringend was? Das sind die Transporterkoordinaten? Ernsthaft? Hatten wir nicht vorhin woanders einen Musterpuffer? Das war jetzt der Punkt, wo wir unseren Leuten sagen, dass wir kommen und danach kommen die anderen Bösen, wie es scheint. Herogen? Okay, Jemine. My crew will be avenged. Dem Romulaner fangen. Na dann, rennen wir mal. Laufen wir mal. Hallo, ja. Bleib doch mal stehen. Ich renne schneller als du. Ich habe leider keine Froschstiefel. Noch nicht. Aber die besorge ich mir auch noch. Ich will dich kriegen. Der bleibt aber auch nicht stehen, ne? Ich hab ihn, aber... Na, hier haben sich so ein paar Herogen enttarnt und mich ein bisschen aufgehalten. Oh. Schlunzis. So. Huch. Da explodiert etwas. Den Romulaner fangen. Ja, ich kann ja nicht wegen jeder Explosion. Suchen Sie die Klingonen. Klingonische Lebenszeichen. Da eben war es doch noch ein Romulaner. Oh. Guck mal, lauter Fahrstühle. Jämmerliche Toba. Diese Jäger kennen keine Erde. Befreien Sie die Gefangenen und kehren Sie dann zum Musterpuffer zurück. Okay, naja, dann kann ja jeder hier so ein paar Gefangene befreien. Ja. Gefangenes Besatzungsfahrstuhl mit Dosenöffner in Arbeit. So, und der nächste bitte. Ich komme mir echt vor wie so ein Fahrstuhlmonteur. Und da laufen sie weg. Und da kommt ein Romulaner auf uns zu. Können wir den denn diesmal fangen? I submit to your will. Among my people, that would make you bound to protect me as you would an honored guest. So guard me now, if you are truly honorable. Nehmen wir mit. Herogen are coming this way. I won't survive without your assistance. Warum sollten wir diesen Petach vom gottverlassenen Planeten? Er hat bereit zu flüchten. Überlassen wir ihn den Herogen. Ich glaube, wir sollten ihn mitnehmen. Er könnte noch was wissen, was vielleicht für uns interessant ist. Ich habe die Sperre umgangen. Die Daten gehören Ihnen. Nochmal, wir sollten ihn mitnehmen. Ja. Oh, nö. Wir sollten ihn mitnehmen und dann was anderes. Okay. Wenn es wieder um... Und jetzt sichern und auf Abreise vorbereiten. Mit dem wollen wir ja sowieso. Ja, richtig. Okay. Dachte ich schon. Ich denke mal, da stand was anderes in einer anderen Sprache oder so. Na, diesmal ist der Läufer willkommen. Ist alles weg, Läufer. Du kannst hier die Nachruten. Ah, und die Herogen haben aber schon Minen aufgestellt. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Ich glaube, hier lang.
jetzt müssen wir irgendwie wieder nach oben kommen, ne? Ja, das heißt, hier vielleicht zur Spitze dieses, dieses Hügels und dann irgendwann dann... Befreien Sie die Crewmitglieder, Mannschaftsmitglieder retten. Oh. Hallo, ich bin hier, um dich zu retten. Was? Durchtrennen Sie grüne und orange Kabel? Grüne und orange. Bombe entschärfen. Oh Gott. Das war... Ja, das hat ja wunderbar geklappt. So, Läufer, jetzt aber mal. Komm, wo du gerade da bist. Du bist einfach viel zu langsam. So, hier scheint aber noch mehr rumzuliegen. Ja, da vorne ist wieder einer. Dann darfst du jetzt mal die Drähte falsch durchschneiden. Aber ich habe das doch erst grüne und orange, habe ich doch gemacht. So, befreit. Es läuft ja auch ein Countdown, vielleicht hat der einen Moment. Ja, aber deshalb war ich ja so überrascht und eigentlich auch schnell genug. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich probiere mein Glück nochmal bei ihm hier. Ja. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Grüne Kabel durchtrennen. Bombe entschärfen. Ah, okay. Diesmal hat's geklappt. Wo sind die hier rutschen? Da. Ausgerechnet jetzt muss der Läufer explodieren. Okay, Rutherford hatte Humor. Wieso? Er hat Minen um mich herum gelegt und dann kamen Heroten von hinten angerannt und sind in den Minen dann. Hier liegt noch einer, wie ich mach gerade mal, sehe. Mach mal. Keine Herogen. Rotes Kabel durchtrennen. Keine Herogen. Doch. Wann mit leichter Verspätung sind sie eingetroffen? Ich denke mal, die hoffen einfach, dass wir von einer... Mine. Dass wir das mit der Bombe versieben und dann geschwächt sind. Feigisch. Müssen wir jetzt hier wieder hoch? Nee, noch nicht. Irgendwo bestimmt, also... Na ja, gut, er läuft da vorne weiter lang. Genau, ich glaube jetzt links und dann die Treppen hoch. Die Rampe, ja. Hier, genau. Dieser ganz lange Weg. Nach oben. Genau, da sind die Mustafa-Puffer. There you are. Let us talk of victory. Wie sprechen Sie über unseren Sieg? Was hast du denn mit unserem Sieg zu tun? Er hat das Raumschiff hochgejagt. Damit, I slew the Herogen's leader in combat. Hier ist ein Fiesling. Welch ein Ruhm. Besiegen Sie den Herogen Alpha. Okay, das machen wir gerne. Wenn ich ihn sehen würde. Oh, da. Oh, mit dem müssen wir erstmal sprechen. I rule this jungle and everything in it is my prey. Beute. You may have evaded some of my traps. Diese Anhöhe wird Ihnen keinen Schutz bieten, das war alles viel zu einfach. Besiegen Sie die Herogenjäger. Okay. Wenn das alles viel zu einfach war, machen wir es mal ein bisschen schwerer. Alpha Tarkan besiegen. Na, das kriegen wir auch hin. Ja. Ach, der ist nur verschwunden. Er hat sich getarnt. Ah. Guck mal, ein Stalker. Kepler, you are a friend to me and my house.
Ich weiß nicht, ob ich das sein will, aber okay. Na gut, wir haben hier einen Gefangenen gefunden. Er hat viele Fragen. Was will er? Die Mitglieder den Namen seiner Mitglieder in den Rücken einritzen? Och, du bist ja... Oh. Ich glaube, ich will hier gehen. Ich will hier gehen. Das ist nicht angenehm. Na los. Beamen wir hier mal weg. Erosion. Sowas. Wer braucht denn sowas? Okay, Alpha. Obwohl mein Schiff verloren ist, durfte die Rettung von Ktang. Okay, wunderbar. Wir haben sie gelöst. Jetzt muss ich mir nur noch was aussuchen. Ein Tetrion-Strahlengewehr. Mehrzweckpanzer. Ich nehme den Impulsantrieb, den kann ich teuer verkaufen. Ich nehme mal den Panzer. Es gibt bei mir in der Crew welche, die noch... Wow, was ist das denn? Sie kämpfen nun auf Lieutenant Commander. Okay. Sehr schön. Huch. Hallo? Wieso fliege ich jetzt rückwärts? Naja. Okay. Das wäre diese Aufgabe, diese Episode gewesen.